Hungerstreik! Vorwärts! Hey! Marsch! Ja! Das hat mich fasziniert. Sie haben mir ein Schulbub gesehen, die grossen Laternen, das wollte ich machen. Und das ist dann gekommen, da habe ich es gemacht. Dass wir der Kontrapunkt sind zu den Cliquen, die ihre Sujetien umsetzen. Und dazu sind wir einfach die Schönen. Oh, Brille! Hey, schön. Ich freue mich wieder. Das ist gut, gell? Da war eine alte Tante und Frau Basler. Und jetzt nicht laufen. Mein Großvater Adolf Studien hat noch den Ueli, den man hier hinten sieht, hinten an den Bären von dem Larvenmaler. Immer ein neues Verfahren gemacht, also hat die positive Form als Skulptur geformt. Also viele Sachen, die man heute als klare Tradition hat, das ist vorher keine gesehen. Fasnacht muss sich verändern, oder? Ohne Veränderung verkommt Fasnacht zur Folklore. Und dann ist sie, wie 100'000 andere Brüche, ist sie tot eigentlich. Also ich kann nicht sagen, wohin sich die Fasnacht bewegt, aber dass sie sich bewegt, das ist ja klar. Man probiert, ein Thema zu verdichten, wo Menschen aber beschäftigen. Und das ist eigentlich immer. Es geht eigentlich nicht darum, einfach nur eine schöne Moderne zu machen. Sondern also schon ein bisschen probieren, wenigstens die Leute zu kitzeln und der Seele. Ja.